Hallo zusammen, herzlich willkommen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Schüssler TV. Und für dieses Jahr haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, nämlich die Schüssler Salze gibt es ja nicht nur als Salze, also in Tablettenform, sondern auch in Salbenform. Und da führen so ein bisschen ein Schattendasein. Die Schüssler Salben führen ein Schattendasein. Und da haben wir gedacht, dem müssen wir abhelfen und wollen uns in diesem Jahr mehr um den Einsatz der Schüsslersalben bemühen und Beispiele geben, wo und wie kann man die Salben einsetzen. Man könnte sagen, das wird das Jahr der Salben. Wir werden immer wieder auf dieses Thema zurückkommen, weil das ist immer schon von mir ein Hobby gewesen. Man nannte mich früher auch den Salbensiebler. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Gut, als ich noch in den Anfängen mit den Schüsslersalzen war, kurz nach meiner Heilpraktikerausbildung, bin ich zum biochemischen Verein Nevigis gestoßen. Nevigis ist ein Stadtteil von Velbert und liegt bei Wuppertal. Und da war ich dann auch sehr aktiv. Und 1988 war die Bundesversammlung in Berlin, damals noch im geteilten Berlin. Und da wollten wir natürlich hin, aber für so einen kleinen Verein war das ein bisschen schwierig. Also haben wir uns mit dem Nachbarverein in Wuppertal zusammengefahren und haben dann eine große Gruppe zusammengestellt und sind dann mit dem Zug nach Berlin gefahren. Auf der Rückfahrt von Berlin sagte mir dann einer aus dem Vorstand: Herr Siebler, Sie halten noch Vorträge. Was halten Sie davon, wenn Sie auch mal einen Vortrag im Wuppertal halten? Ja, habe ich gesagt, das mache ich gerne. Aber zu welchem Thema? Sie haben so viele Vorträge, da sind doch schon alle Themen behandelt worden. Was kann man denn machen? Was ist noch nie behandelt worden? Da sagte mir der gute Mann: Ja, da haben Sie recht. Aber ein Thema, da haben wir noch nie einen Vortrag gehabt. Und zwar die Salben. Wie man die Salben einsetzt. Da habe ich gesagt: Sehen Sie, da haben wir doch das Thema. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dazu gesagt. So. Als ich dann in meiner Praxis saß und mir Gedanken machte, was erzählst du den Wuppertalern jetzt über die biochemischen, über die Schüsslersalben, da habe ich gesagt, fiel mir gar nicht so viel ein, so spontan. Dann habe ich dann in mein biochemisches Lexikon geschaut. Und da stand dann lapidar der Satz: Die biochemischen Salben werden analog zu den Tabletten angenommen, zu den passenden Krankheiten. Ich gedacht, damit kannst du da in Wuppertal auch keinen Blumentopf gewinnen, wenn du das sagst, nehmen Sie mal die biochemischen Salben so ein wie die Salze. Ich gesagt, gut, warst du schnell dein Honorar verdient, aber da werden die Leute nicht mit zufrieden sein. So habe ich mir also da weitere Gedanken gemacht und da ich viel über Reflexzonen gearbeitet habe, bin ich auf die Idee gekommen, dass man die Salben ja auch vielleicht auf Reflexzonen auftragen und einmassieren kann und habe da so einige Indikationen ausgesucht. Und damit die Leute das auch behalten können, habe ich das alles aufgeschrieben. Und daraus ist dann dieses kleine Büchlein entstanden, biochemischen Reflexzonen. So, ja, und Leute, die schon länger dabei sind, können sich wahrscheinlich auch daran erinnern. Also, wer sich dafür interessiert, kann sich gerne dieses Büchlein besorgen, käuflich erwerben. Gibt es in jedem Buchhandel, 8 € ist also erschwinglich. Aber das wäre natürlich auch zu einfach. Ich werde hier natürlich bei Schüssler TV immer Beispiele bringen, wie man die Schüsslersalben einsetzt. Und deswegen habe ich mir heute so zwei Themen ausgesucht, die möglicherweise zusammensetzen. Einmal Nervosität, das heißt Unruhe, auch vielleicht Ängste hat. Wie setzt man da Schüsslersalben ein? Und gleichzeitig, wenn man vielleicht Bauchbeschwerden hat, Magenbeschwerden oder auch generell Bauchbeschwerden. Ein Punkt darum,
ich hier mal auf dieser Zeichnung, die aus dem Büchlein stammt, gewählt. Und zwar, ja, ein zentraler Nervenpunkt ist nämlich das sogenannte Sonnengeflecht. Wo sitzt dieses Sonnengeflecht? Ich werde Ihnen das jetzt mal ein bisschen verdeutlichen. Halt, da muss ich die Kamera anders einstellen. So. Und zwar, hier endet das Brustbein und ungefähr 3 Finger breit tiefer, da ist dieses Sonnengeflecht. Und wenn man also Nervosität hat oder auch Bauchbeschwerden, Magenbeschwerden, die möglicherweise auf Nervosität oder auch auf Magenkrämpfe zurückzuführen sind, kann man eben hier massieren und wir nehmen dazu eine biochemische Salbe. So, welche Salbe kann das sein? Überlegen Sie mal kurz. Richtig, es ist die Nummer 7, Magnesiumphosphoricum, das nämlich nervenberuhigend wirkt und bei allen Nervenleiden einzusetzen ist. Und da nehmen wir dann die Nummer 7 und massieren das hier natürlich ohne T-Shirt. Das sieht man sich ja aus. Ich wollte hier heute aber keinen Striptease machen, deswegen habe ich das T-Shirt anbehalten. So. Ein weiterer Punkt ist der Bauchnabel. Wo der Bauchnabel ist, brauche ich nicht weiter erklären. Das weiß eigentlich jeder, wo sein Bauchnabel ist. Ne? Und auch da kann man dabei Bauchschmerzen die Nummer 7 einreiben. Insbesondere bei krampfartigen Schmerzen ist die Nummer 7, das Magnesiumphosphoricum, sehr hilfreich. Das Gleiche empfiehlt sich auch bei Kindern, bei Kleinkindern, sogenannte 3-Monats-Koliken. Oder manchmal haben die auch völlig unmotiviert, man weiß gar nicht, wo es herkommt, eben Bauchschmerzen und schreien dann sehr, was sollen sie auch sonst anders machen. Eine andere Art der Kommunikation haben sie in dem Alter noch nicht gelernt. Und da kann man also auch sehr schön die Nummer 7 einsetzen am Bauchnabel. Oder bei diesem kleinen Würmchen kann man auch den ganzen Bauch damit einreiben. So, das also nochmal bei Bauchschmerzen oder auch Nervenschmerzen. Bei Nervosität ist also das sogenannte Sonnengeflecht, was wir hier auf dieser Zeichnung sehen. 3 Finger breit unter dem Brustbein, unter dem Sternum. Oder eben hier in den Bauchnabel einreiben. Über die Nervenleiden werden wir uns in einer anderen Ausgabe nochmal ausführlicher besprechen. Werden wir das da? So, wer das gerne nachlesen möchte, kann sich natürlich hier das Büchlein Biochemische Reflexzonen bestellen. Und darüber nachschauen. Hier stehen auch diese Angaben. Aber auch, wie gesagt, im Laufe des Jahres werden wir uns häufiger mit den Salben und mit den biochemischen Reflexionen beschäftigen. Ja. Und das ein oder andere, also die Anwendung der Salben besprechen. Und im Laufe des Jahres werden wir uns auch damit beschäftigen, wie man die Schüsslersalze, insbesondere die Schüsslersalben, zu Kosmetiken, also zu Schönheitszwecken einsetzen kann. Ja, wenn Sie Fragen haben, Anregungen haben, können sich gerne an mich wenden. Schreiben Sie mir eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse uwe.siebler@naturheilpraxis-siebler.de. Ja, das war's für heute. Ich danke wieder fürs Zuschauen und für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Schüssler TV.